Ja, aufgrund dessen, dass im Phantasialand vieles mit LED beleuchtet ist, verträgt sich das meistens nicht so gut mit der Kamera und es kann im Video zu schnell im Flackern kommen. Deshalb solltet ihr ein Epilepsie-Leiden oder andere Lichtempfindlichkeiten haben, dann schaltet bitte ab und guckt das Video nicht. Oder guckt, bis es dunkel wird und schaltet ab, dann bitte aber ab. Vielen Dank. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Finn Ja. und ich sind im Phantasialand im Pool an Silvester. Das heißt, heute ist nur bis 18 Uhr geöffnet. Und sonst bis 20 Uhr. Es gibt noch keine Abschlussshow bzw. kein Feuerwerk. Oder stand zumindest auch heute keine Aufführung. Wir sind jetzt eben Black Mamba gefahren. Zweimal mit relativ wenig Anschnittzeit. Und relativ direkt danach Fly mit 50 Minuten Anschnittzeit. Ist also gut gefüllt heute. Und so ein komisches Pizzastück da oben haben wir gegessen, das war eigentlich ganz gut. 5 Euro oder so, 30 auch noch okay. Ich habe nur mal mein Mikro vergessen, also ich habe keine Ahnung, ob der Ton gut ist. Ich hoffe schon, ihr werdet sehen. Jetzt gerade hier runter Richtung Chiapas und finde ich werden jetzt Chiapas fahren. Ja, es schüttet ein bisschen, deshalb perfekt, wird mal eh nass, können wir noch mal nass okay, werden. Erst Chiapas. So, Finn und ich sind jetzt gerade Chiapas gefahren. Wir sind mäßig nass geworden, also schon nass, aber es ging noch nass. Ja, es ist tatsächlich relativ voll, also alles groß hat so 40, 50 Minuten und es sind erschreckend viele Leute mit Hunden im Park. Also irgendwie, also ich habe ja kein Problem damit mit Hunden, aber Phantasialand mit Hunden würde ich glaube ich auch nicht, weil es ist halt sehr voll und die Wege sind sehr eng. Ja, ich glaube, wir gehen mit Haar und so. Wir gehen jetzt Haar und so. Also wir sind jetzt Taron und Talokan gefahren. Ich auch. Und dann meine Sven noch hier und der und so ein bisschen die Straße gefahren. Taron war cool. Ich bin glaube ich noch nie so abgehoben wie bei dem ersten Umschwung jetzt. Und Talokan war auch cool. Das ist das zweite Mal, dass ich Talokan gefahren bin, weil ich sonst nie gefahren bin, warum auch immer. Ja, was machen wir jetzt? Pinjas. Pinjas. Wir gucken. Ja, hier der Wustown. Angesucht. Der Wustown-Bereich bietet ja eben sehr viel für Kinder. Hier mit dem Tiddle-Taddle-Tree und dem der selber dreht Monorail und der fröhlichen Bienenjagd und sowas. Und man baut jetzt hier in diesem Kreishorn, der relativ leer war, wo vorher die Bordes Luftpost drin stand, ein riesiges Schletterparadies für Kinder, was sehr gut aussieht und was so quasi durch diesen kompletten Bereich geht und wo man so herrufen kann, wo man durchklettern kann. Und ja, das sieht richtig gut aus, brachial, riesig. Und ja, also ich glaube, das ist was sehr Cooles, also Phantasialand für Kinder baut.
Pirates Vinyas gefahren und ich muss sagen, das war schon so mit die geilste Vinyas-Fahrt, die ich je hatte. Also wir haben uns richtig weggedreht oben und dann auch die ganze Fahrt noch komplett durchgespinnt. Wir sind 4 oder Force gefahren. 4. Wir sind 4 gefahren, ich finde 4 ist die bessere. Ja, ich glaube, also angefangen waren es 30, ich würde sagen, wir haben ja, 30, 20, 30 Minuten wird hinkommen ungefähr. Wir gehen jetzt. Wir gewinnen. Crazy Bats. Wir gehen zu Crazy Bats. Ne? Hallo. So, also ich bin ein bisschen laut, aber hier drin ist laut. Wir sind zu Crazy Bats noch nicht gefahren, weil 60 Minuten Wartezeit uns allen deutlich zu viel ist für das, was es ist. Wir gehen jetzt zu Colorado, das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Und danach nochmal Taron fahren. Und dann sind wir quasi schon fast durch, weil viele Wartebereiche schließen um 16:45 heute, manche um 17 Uhr und die letzten an 17:45, glaube ich. Deshalb haben wir auch gar nicht so viel Zeit und werden dann jetzt zu Colorado gehen, glaube ich. Ja. Ist so langweilig. Ich weiß nicht, ob man irgendwer fragen sollte, ob es voll ist. Ja. Aber es geht tatsächlich. Also ich habe mich schon weniger angestanden. Mehr. Ich habe mich schon mehr angestanden. Also ich stand jetzt knapp, ich glaube 50. Nee. Darum sind wir Single Rider gefahren, das wollte ich noch sagen. Das war lustig, weil eigentlich ist Single Rider ja so auffüllen. Und ich bin dann mit Lea Single Rider gefahren. Und wir wurden einfach in die gleiche Reihe eingeschaltet und sind dann zu zweit gefahren, weil die Reihe leer war und der uns auch reingeschickt hat. Das war sehr gut. Ist halt nicht der Sinn davon, aber für uns war es jetzt gut. Ja, Taron waren eben eigentlich 30 Minuten und sonst längst war, glaube ich, Fly so mit 50 ungefähr. Jo. Siehst nur Afrika, das ist unfassbar massiv und unfassbar geil. Ja, auch Rotburg natürlich, ja, Rotburg klar, aber auch Afrika mittlerweile, da haben die ja noch ein bisschen was gemacht. Ja, und was auch saugeil ist, man hat jetzt hier vorne noch, wenn man von Afrika kommt, einen neuen Eingang gemacht für Colorado, der jetzt auch wirklich mal gut aussieht, wo man jetzt erkennt, okay, da ist Colorado. Das sieht unfassbar cool aus und ist sehr praktisch, weil man sich auf den ersten Blick erkennen würde, dass es da halt ist. Ja. Wir gehen jetzt Colorado fahren und hoffen, dass die Alte voll ist und wir noch Taron fahren können. So, wir sind jetzt gerade nach Taron im Dunkeln gefahren zum Abschluss und ich muss sagen, Taron im Dunkeln ist halt immer so mit das geilste Achterbahn-mäßige, was man machen kann. Das Ding abends eingefahren ist eben, weil wenn es nach dunkel ist und du siehst nicht viel und dann dieser Nebel. Dieser diesige Nebel, der so hochgeschoben wird mit den Farben, ist einfach unfassbar geil. Der ballert nicht richtig auf den raus. Ja, wie gesagt, ist immer eine der geilsten Achterbahnen, die man haben kann, wenn du Taron im Dunkeln fährst. Ja, absolut geil. Wir sind eben noch Colorado gefahren. Ich liebe Colorado. Also wenn irgendwer irgendeinen Park, Weg um am Main Trail verkaufen will, hier, ich bin euer Mann.
Oder noch ein Grundstück dafür. Aber ich finde eins. Und dann kaufe ich den. Ja, wir gucken jetzt gleich nochmal hier die Lichter in Berlin und so. Und wie gesagt, ich muss sagen, Phantasialand im Blue ist auch immer wieder geil, weil das ist einfach so unfassbar liebevoll beleuchtet und es sieht alles richtig schön aus. Deshalb ist Wintertraum eigentlich immer so eins der geilsten Events und vor allem eins der gelungensten Events, weil es einfach so voll ist. Du hast Shows, du hast schöne Beleuchtung überall in allen Bereichen. Ja, das ist immer wieder geil. Und ich kann jedem, der hier ist, empfehlen, einfach darum drüber zu fahren. Es gibt fast nichts Besseres. Zumindest nichts, was ich noch gemacht habe. Ne? So, ich muss jetzt nochmal sagen, ich liebe diesen Park einfach im Dunkeln, weil es ist alles beleuchtet. Quasi fast alles in jedem Bereich ist super viel Mühe gegeben. Und Berlin ist gleich, sieht man gleich auch komplettes Licht am Meer eigentlich nur noch. Und ja, ich liebe diesen Park einfach. Und Wintertraum ist eigentlich eines der geilsten Events. Ich bin mal gespannt, wir sind Mittwoch, das heißt, da kommt auch noch ein Video, im Moviepark bei dem Winter-Event noch. Und gucken uns das mal an. Und da hat man mal den direkten Vergleich zu diesem Wintertraum und Hollywood Christmas. Wobei es ja prinzipiell auch zwei verschiedene Ansätze sind. Also ich glaube, man kann die Events nicht wirklich vergleichen. Da es ja zwei prinzipiell unterschiedliche Ansätze von Winter-Events oder Weihnachts-Events sind. Ich bin trotzdem mal gespannt. Doch wie so Musik mit Show, wo die Lichtfontänen von dem Kettenkarussell nochmal verschieden passend hochgehen. Auch unfassbar cool und rundet das Ganze halt einfach nochmal extrem ab, auch vor allem wenn kein Feuerwerk ist. Was Neues. Ja, ich melde mich ja wieder von zu Hause zurück, weil am Ende auch tatsächlich die Kamera leer war. Also die letzten zwei oder drei Aufnahmen waren auch schon mit dem Handy gemacht, deshalb, wenn die ein bisschen geruckelt haben oder sowas, da nicht wundern. Ja, alles in allem wollte ich noch kurz ein kurzes Schlussfazit ziehen zum Tag und zum Besuch. Erstmal, der Wintertraum geht noch bis zum 28. Januar. Ihr habt also auch noch die Möglichkeit, euch das Ganze anzugucken. Auch wenn es natürlich eine gewisse Dröhnung an Weihnachten hat und ja, sehr winterlich ist, aber es passt ja trotzdem immer noch. Januar ist immer noch Winter und ich finde auch, Weihnachtsstimmung kann man eigentlich nie genug haben. Es ist sehr schön, es ist super liebevoll gestaltet. Ja, die Beleuchtung war wirklich, wie schon gesagt, ist auch im Video schon sehr schön. Und es macht immer wieder Spaß, durch den Park zu laufen und sich das auch abends einfach nur anzugucken. Was auch sehr positiv ist, es fährt quasi alles, außer RiverQuest, glaube ich. RiverQuest fährt auf jeden Fall nicht. Sonst fährt alles Relevante, aber ist ja logisch, dass RiverQuest nicht fertig und bei dem Wetter will das auch keiner. Es gibt extra Essenstände, ihr könnt einfach einen Glühwein trinken und euch irgendwo hinsetzen. Es gibt mehrere Lichtshows mit Musik, wie zum Beispiel in Rotburg oder auch in Berlin. Es gibt ein Feuerwerk am Ende meistens, jetzt außer bei uns halt, weil Silvester war oder wenn schlechtes Wetter ist, dann gibt es da irgendeine Ersatzshow. Es gibt immer wieder so kurze... ja, Musikstücke, sag ich mal, wo dann die Fontänen vom Kettenkarussell passend zu hochgehen. Das fand ich auch gut. Sonst alles in allem, es gibt noch eine Schlittschuhbahn und es war relativ voll, muss ich sagen. Also trotzdem ein sehr schöner Besuch, es gab keine Komplikationen. Die Mitarbeiter waren alle eigentlich soweit freundlich. Es gab keine wirklich technischen Defekte. Also es war ein sehr, sehr schöner und sehr guter Besuch und ich würde eine ganz klare Besuchsempfehlung noch aussprechen für den Wintertraum. Und wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr, das Event wird es sehr wahrscheinlich wieder geben. Ja, es war ein sehr schöner Tag. Schaut euch auch gerne nochmal dazu das Video von Finn an.
Das verlinke ich euch unten. Der hat auch ein Video dazu gemacht, das ist sogar schon online. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und dass ihr gut reingestartet seid und dass ihr noch viele Parks besuchen werdet dieses Jahr. Und verabschiede mich dann erstmal wieder, bis ihr mich demnächst wiedersehen müsst, weil oder dürft, weil wir noch in den Moviepark fahren zum Winter-Event jetzt am Mittwoch, also übermorgen von mir aus, also von meiner Sicht jetzt. Und dann gibt es auch noch ein Video, was wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in dem Dreh kommen wird noch. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und tschüss.